Komm, du mal mit. Also der Weber selber wird das Ding ja nicht ansprengen, aber wir können es da hinschmeißen. Und dann anschießen, wenn es soweit ist. Vorher allerdings noch scannen, weil wir haben bisher nur einen davon bis. Oh. Scannst du nicht? Hier ist die Reichweite von dem Ding. Hingeworfen. Wir töten es einfach nicht. Ne, wir töten es einfach nicht. Geh einfach weg. Wir wollen nur einen Medic Operator finden. Du bist kein Medic. Hier ist leitende Systemingenieurin Ilyushin. Das Kraftwerk wurde beschädigt. Ich wiederhole. Das Kraftwerk wurde beschädigt. Wird auch Zeit, Sam. Chief, ich bin kein Kommunikationstechniker. Ich tue mein Bestes. Mika, hier ist Sicherheitschefin Elazar. Hören Sie mich? Sarah? Ja, ich höre Sie. Hab versucht, mich ins Lautsprechersystem zu hacken. Mein Team ist im Frachtraum und diese Dinger auch. Kriechen überall auf der Station herum. Hauen sie überall mit der Rohrzange drauf. Aber prüfen Sie sie erst. Genau, Sam. Diese Dinger... Hauen Sie auf alles drauf, was freisteht. Und wenn es auf Sie losgeht, bringen Sie sich in Sicherheit und melden Sie sich dann via Transcribe. Ich schicke Ihnen eine sichere Leitung. Klar? Verstanden. Mein Transcribe ist in der Kühlmittelüberwachung. Bin auf dem Weg dorthin. Kann mich da einsperren. Alles klar? Muss nur kurz durchatmen. Sarah, können Sie mir sagen, was passiert ist? Mika, suchen Sie Schutz. Es gibt also noch Überlebende. Also noch mehr, außer Alex und den Gefangenen. Ja, schön vorsichtig. Wir wollen jetzt nicht extra Schub geben und uns noch mehr Knochen brechen. Müssen wir da rein? Schwerkraft normal. Ah, sehr schön. Okay. Kein Mimic, der sich irgendwo hier verkriecht. Irgendwie liegt hier überall Aal rum. Und diese komischen Dinger. Das sind wohl die Aale? Recycler nehmen wir gerne. Nee. Okay, das war's. Okay, ab ins Arboretum. Jo. Und da idealerweise zu einer Sicherheitsstation, um gleich eine Umgebungskarte zu finden. An der Spitze des Himmels. Das haben sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Aber dann wären sie... was? Juno? Nein. Ein unangenehmer Gedanke. Neues Transcribe. Officer Jia, hier ist Chief Elazar. Jia hier. Chief, wie kann ich helfen? Gehen Sie in die Datenzentrale und bitten Sie Chief Cho, Grant Lockwoods Peilsender zu reaktivieren.
Der wurde bei seiner Kündigung deaktiviert, aber offenbar war Grant nie im Shuttle. Ich will wissen, wo er ist und ihn dahin bringen, wo er hingehört. Schon dabei, Chief. Verärgerter Mitarbeiter. So, alles rein. Nee, Pistole müssen wir noch gucken. Das wird uns erstmal reichen. Und mit dem Knochenbruch zu gehen ist echt unangenehm hier. Brennung, Blutung. Was hat hier mal? Strahlung. Gegen Strahlung, das kannst du ruhig nehmen. Wird wenigstens das nicht schlimmer. Oh ne, gegen Brüche haben wir nichts. So, wenigstens angedüselt. Ist denn nicht ganz so schlimm? Gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Welchen Teil von da? Was hast du gesehen? Eine Banane. Ah. Sie könnten dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Klingt gut, klingt gut. Oh. Das ist hier alles ungewohnt, zu groß, zu offen. Da oben ist wohl Alex' Büro. Tag, Talos. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren ihres Terminal-Passworts. Ich dachte, jetzt kommt eine Anspielung zu den Stickern, die überall rangeheftet wurden wegen dem Mix. Oh, warte, wir können das Ding noch aufmotzen, bevor wir damit anfangen, um weiter rumzuballern. Waffen-Upgrade. So, Stärke. Jupp. Und Schussdauer. Anderen Sachen können wir warten. Und der liebe Alex ist doch bestimmt. Also, liebe Alex, ist bestimmt noch die Art von reicher Schnitt. Schnösel, die ihren eigenen Arzt bzw. Arzt-Operator sich in der Wohnung haben. Damit wir da unseren Bruch endlich reparieren können. Vorher noch kurz den Fahrstuhl hier aktivieren.
Medbay. Medbay klingt super. Beantrage neuen Operator. Transfer Pyramid 49 Nox. Diagnostiziere. Grünholzfraktur. Linkes Schienbein. Komminutivfraktur im rechten Schienbein. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So gut wie neu. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Ich habe Sie nicht gesehen. Forschung abgeschlossen. Gut. Also ja, dann müssen wir nicht mehr hoch zum Dingens. Also wir müssen immer noch hoch für den Key. Aber nicht, um sich hier ordentlich bewegen zu können. So, dich lassen wir schon mal auf. Da huschen wir gleich rein. Scanne Ziel, kein Teilchenmaterial entdeckt. An... Scheiße, der funktioniert nicht mehr. Wir sollten noch hierher gehen, um zu checken, warum er nicht funktioniert. Na, vielleicht von der Seite, wenn wir jetzt in der Lobby ankommen. Vielleicht ist hier drin irgendwas verriegelt oder dergleichen. Schauen wir einfach mal. Danach mal wieder hoch zum Arboretum. Morgan, dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hat ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Der war das. Autsch. Morgan, dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hat ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu... Da benutzen wir doch mal einen Nullwellentransmitter. Ein Scan wäre aufschlussreich. Und dann eine EMP-Ladung für die Kleinen. Das war nicht genug. Dadurch sind jetzt die Kleinen ausgeschaltet. Und eine Recycler-Ladung, um die wegzumachen. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Das hält nicht lange. Nein. Heieiei. Gute Arbeit. Der Aufzug reagiert wieder. Dieser Typhon hat sich der Hardware und selbst der Systemsoftware bemächtigt, bis zum Maschinencode. Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert. Faszinierend. Und erschreckend. Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und in der Lebenserhaltung. Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest! Was? Verursache keine Schäden. Lade den Fries-Defrischschlüssel herunter.
Eigentlich wollen wir zurück zum Arboretum, aber wir sollten sicherstellen auch, dass der Fahrstuhl funktioniert, also. Gehen wir da mal rein. Wow. Und die langen 20 Sekunden Fahrt oder so zu unangenehm sein können. Warum ist hier Strahlung? Oh, deswegen ist hier Strahlung. Hier sind überall Nester plötzlich. Muss man vorsichtig sein. Und es wird auch Zeit, dass wir uns ein paar neue Neuromods setzen. Wir haben 13 Stück nämlich inzwischen. Eine wichtige Sache wäre nicht das Hacken, nein. Sondern den Waffenschmied. Ja. Dass unsere Waffen noch besser werden können. Dann erweitert Inventarplätze und Installation von 2 weiteren Chips. Du zerlegst Ausrüstung deinem Inventar in Ersatzteil und hältst Ersatzteil für zerstörten Operator alleine. Ja, das klingt auch sehr gut. Und danach Schaden von Sicherheitswaffen. Erhöht deine Gesundheit auf 150 und verlängert deine natürliche Lebensdauer um 25 Jahre. Allein, dass sowas möglich ist, lässt morgen noch skeptischer werden, wie viel Zeit jetzt wirklich vergangen ist. Vor allem, sie wird die ganzen Sachen ja schon gehabt haben. Sie wurden ihnen rausgerissen. Die letzten 6 bewahren wir uns nochmal auf. Wobei es sehr praktisch wäre, die Nekro... Psi zu nehmen. Ja. Damit können wir die Leichen uns genauer angucken. So, jetzt können wir auch die Waffen weiter aufstufen. Zerlegen wir das? Doch hier zerlegen. Ja. Gott, 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 Gott. So was. Oh, da hinten ist noch so einer. Abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, werden wir nicht nutzen. Aber den Feind zu kennen, klingt schon sehr praktisch. So, wo müssen wir hin? Da hinten ist ein Dechiffrierschlüssel, ist aber die genau andere Seite. Wir können trotzdem hier einmal kurz durchgucken. Ne, nicht durchgucken. Wir waren in den meisten Räumen schon drin. Das Einzige, was wir da noch finden könnten, wären neue Gegner, die dann einfach nur Ressourcen verbrauchen von uns. Ach stimmt, hier müssten wir auch noch... Oh, ist zu nah dran. Hier mussten wir auch noch irgendwas öffnen, ne? Dann.
E-Mail. Morgens Psychotest von unserem Bruder an den Typen hier. Hendrik, bitte entfernen Sie sofort alle vertraulichen Daten aus dem Psychotest, besonders die von morgens Sitzungsprotokollen. Schicken Sie mir alles in mein Büro und benutzen Sie von nun an ausschließlich einen verschlüsselten Transcribe-Kanal. Ich habe Ihnen die Chiffrierungsschlüssel schon geschickt. Sie müssen ihn an Ihrem Terminal herunterladen können. Jo, dankeschön. Person unter Quarantäne stellen, ebenfalls von unserem Bruder. Hendrik, Trevor Young ist einer unserer Wissenschaftler. Er hat den inneren Verwahrungsbereich ohne ausreichenden Schutz betreten. Er steht derzeit in der Psychotronik unter Beobachtung und wir haben ihn sicherheitshalber alle neuesten Neuromods entfernt. Wir würden ihn aber gerne weiter unter Standard-Quarantäne stellen, bis wir sicher sind, dass der Vorfall keine dauerhaften psychischen Auswirkungen hatte. Arbeiten Sie mit Dr. Kohl zusammen. Danke. Ist das jetzt der Typ, der da eingesperrt ist? Ja, wir müssten hier theoretisch auch noch einen Bord reparieren. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Hier war der durchgeknallte Quarantäne. Fremdkontrolliert. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Was ist... Wir haben immer noch keinen Key hierfür, ne? Proband wirkt desorientiert paranoid. Nicht sicher, wie viel seines derzeitigen Verhaltens dem Vorfall zuzuschreiben ist und wie viel der zurückliegenden Neuromod-Installation. Empfehle ihn weiter unter Beobachtung zu halten. Ist das eine Zahl? Wir könnten ja auch so ein Nullwellending hier. Die Frage, ob es da durchgeht oder nicht. 3, 2, 4. 7, 3, 2, 4. Nö. Vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion Ihrer Transstar-Uniform. Wünschen Sie sich dazu bitte ans Maschinenlabor. Ja, 1, 3, 2, 4. Nö. Mal eben hacken lernen ist halt auch nicht so leicht. Das wird warten müssen. Keine passende Sicherheitskarte. Dafür, da kommen wir eventuell rein, wenn man den Operator hier repariert. Den da. Der flattert dann da vielleicht rein. Aber auch da bräuchten wir Neuromods für. Es wäre sehr praktisch, wenn wir selber Neuromods herstellen könnten. Weil irgendwo hier auf der Station müssen sie ja produziert werden. Das ist noch der Weber von da hinten, ne? Ja. Nee. Bleib du mal schön da hinten. Scanne Ziel, kein Teilmaterial entdeckt. Wir gehen. Einfach nur was Beruhigendes, kurz unser Büro zurück. Morgen. Ja. Was machst du hier? Ja, und jetzt können wir die Dinger mitnehmen und die Tumore. Die konnten wir vorher nicht. Gucken, was hier so ein Tumor bringt. Da. Oh, der bringt vor allem alle Ressourcen. Das ist sehr mächtig. Dann hätten wir
eine Schrotpatrone. Und, oh, wir können neue Mods herstellen. Wo haben wir das denn gefunden? Machen wir alles nur, um besser die Station reparieren zu können und so Dinge. Hier werden jetzt keine exotische Materie mehr. Was? DRMs, du... Sowas hatte ich schon befürchtet. Unser leitender Neuromod-Ingenieur, Holden Graves, hat eine Abschaltroutine in die Lizenz der Neuromod-Pläne eingebaut. Schade. Er war ein guter Ingenieur. Er schien wegen der exotischen Komponenten Bedenken zu haben. Du musst an sein Arbeitsterminal, um die Lizenz zurückzusetzen. Sein Büro ist in der Neuromod-Abteilung. Warum hilft er uns? Ja, Kopierschutz. Also wir können nicht mehr herstellen. Wir könnten es eh nicht, weil wir keine exotische Materie haben. Das Eisen wird auch langsam knapp. So. Aber für die Zukunft das zu machen klingt nicht schlecht. Irgendwas Neues? Nein. So, wie viele Neuromods haben wir jetzt? 9. Dann könnten wir ja doch hacken, ne? Hacken oder reparieren? Beides. Mehr tragen. Ja, mehr tragen sollten wir auf jeden Fall. Dann müssen wir uns gleich unseren Anzug nochmal angucken. Weil da sollten auch noch Chips über sein, um den Anzug zu erweitern. Sieht platztechnisch schon wesentlich angenehmer aus. Anzug, Chipsitze. Ja, haben wir ganz viele Slots. Aber wir haben jetzt auch schon alles drin, was wir bisher gefunden haben. Das passt. Ihr Büro ist relativ sicher. Kommen Sie zurück, wenn Sie sich ausruhen oder den Fabrikator benutzen möchten. Ja, relativ ist so ein bedrohliches Wort. Weil hier ist nur eine Fensterscheibe und hier kam gerade ein Weber vorbeigeflogen. Also, wohltun tut man sich nicht dabei unbedingt.